Hi, hier ist Marc von Fahrtechnik.tv, Bikeschule Ride First. Ich bin hier im Sauerland zu Hause und nächste Folge, warum klappt diesmal das Versetzen oder Spitzkernfahren nicht? Und das ist natürlich ein Klassiker im Gelände, wo viele verzweifeln, sehr enge Kehren. Das kann alpin sein, das kann im Mittelgebirge sein und da gibt es verschiedene Gründe, warum die nicht gelingen oder warum man nicht lernt, zum Beispiel das Hinterrad sauber zu versetzen. Ich möchte euch Tipps geben, welche Fehler sind zu vermeiden und vor allen Dingen der Fokus, wie macht man es dann, dass es klappt. Punkt 1, warum klappt das Kehrenfahren nicht? Also jetzt erstmal ohne Versetzen, nur Kehrenfahren generell. Ihr werdet einfach ins kalte Wasser geworfen, ihr fahrt eine Tour mit Leuten und auf einmal sind da richtig fiese Spitzkehren mit ganz miesen Winkel, mit dem Abgrund an der Seite und dann kriegt ihr einfach so viel Stress, ihr habt das vorher nicht geübt und dann klappt es nicht. Und das heißt, diese negative Erfahrung prägt halt viele, dass sie dann sagen, Spitzkehren sind nicht mein Ding und dann klappt es auf Dauer nicht. Deswegen, erster Schritt, wir müssen mit Baby Steps vorankommen und dann und vom Leichten zum Schweren, damit wir auch wirklich schwierige Spitzkehren meistern können. Spitzkehren, das ist eine Variante von Kurven, die man auf Wanderwegen hat, die auch als Bike Trails genutzt werden oder halt im Gelände, auch manchmal auch im Bikepark. Und da geht es natürlich darum, die Kurventechnik, die Basics müssen passen. Das heißt, fangen wir damit an, die Blickführung muss stimmen, ihr sollt in die Kurve reinschauen, außen anfahren, dann da schauen, wo ihr hin wollt. Das Rad folgt eurem Blick. Wer gerade außen in den Abgrund guckt, ein sehr häufiger Fehler, wird natürlich auch eher Richtung Abgrund fahren, anstatt dahin, wo man wirklich hin will. Die Bike-Neigung ist wichtig, ihr spürt den Sattel am inneren Bein. Spitzkehren würde ich erstmal so fern, dass ihr die Füße auf einer Höhe habt. Das heißt, die Kurbeln sind parallel. Je mehr ihr das Rad neigt, desto mehr wird das äußere Pedal sich absenken und ihr habt guten Grip. Sprich, die Technik muss einfach stimmen, das Handwerkzeug, damit ihr die Spitzkehren meistern könnt. Punkt 2, nach der Blickführung ist natürlich, das saubere Bremsen muss passen. Natürlich sind Spitzkehren meistens im steilen Gelände und wer da die Räder blockieren lässt oder zuckelig bremst, der wird Probleme kriegen. Punkt 3, warum klappt es mit den Spitzkehren nicht? Das Gleichgewicht muss 1A sein und das müsst ihr immer schon trainiert haben. Wer kein gutes Gleichgewicht hat, kann keine langsame, enge Kehre fahren. Warum klappen Spitzkehren nicht? Liegt es vielleicht doch am Material? Man kann sagen, wenn ihr den Sattel nicht absenkt und Klickpedale fährt, hat es natürlich Probleme, das zu lernen. Man sollte erstmal den Sattel absenken, man sollte mit Flat Pedals sowas üben, wo man immer den Fuß wieder absetzen kann, wenn es ganz schnell gehen muss. Wer natürlich sagt, ich fahre Marathon und Cross Country und fahre Clicky und hoher Sattel, der kann es auch erstmal mit vereinfachten Bedingungen lernen und wenn es dann kann, auch mit hohem Sattel auch gut fahren. Das ist gar kein Problem. Wichtig ist natürlich, wie in vielen Videos schon gesagt, dass ihr auch den Sicherheitsabstieg habt, weil eine ganz enge Kehre ist sehr technisch und wenn man doch nicht schafft, dann kann man immer nach hinten absteigen. Wer dann nach vorne springt, häufiger Fehler, mit dem Po zwischen Sattel und Lenker, der kriegt natürlich Überschlagsgefühle und es wird ganz gefährlich. Sicherheitsabstieg muss passen. Zusammengefasst, warum klappt das Kehrenfahren nicht und wie klappt es? Ihr solltet natürlich hingehen und euch Schritt für Schritt daran tasten, Kurventechnik nochmal auffrischen, euer Handwerkzeug, die saubere Technik und da gucken, dass euer Rad auch gut eingestellt ist. Und wenn ihr das Schritt für Schritt macht, dann werdet ihr euch da auch Erfolge haben. Und ich möchte natürlich jetzt noch erklären, wie ihr dann das Versetzen, die Königsdisziplin, Hinterrad einmal rum, damit ihr auch wirklich die ganz spitzen Kehren schafft, gelingen kann und hier meine Tipps. Spitzkehren versetzen im steilen Gelände, einer der anspruchsvollsten Sachen, die ihr so auf dem Bike machen könnt. Das ist mental und technisch nicht einfach. Wer das übt, ist schon auf einem guten Niveau. Das heißt, auch da haben wir wieder Gewohnheiten, die einfach schon da sind. Leute sind in der Ebene hingegangen, haben versucht, das Hinterrad zu versetzen. Man kennt ja den Klassiker, Kurve, Bremse, Hüfte und haben dann das Heck nach außen geschwungen und das hat in der Ebene am Parkplatz gut geklappt. In der Kehre klappt es nicht so gut. Da ist einfach das Gelände anders und man will nicht so weit nach außen fallen. Und deswegen, erster Schritt, warum klappt es nicht und wie kann es klappen? Übt es erstmal in einzelnen sauberen Schritten und wir fangen an, wenn ihr das Hinterrad in die Luft bekommt durch Bremseinsatz und Körperimpuls. Wenn ihr dann am besten in einer abschüssigen Straße das übt, dann braucht ihr ein Gefühl für die Vorderbremse. Das habt ihr als fortgeschrittener Biker in der Regel schon. Fahrt langsam an und geht eine tiefe Haltung. Zieht die Vorderbremse, geht dabei mit dem Körper ein bisschen hoch. Da wirklich ganz klein anfangen, damit ihr keine Überschlagsgefühle bekommt. Man kann die Vorderbremse immer lösen, dann fällt das Hinterrad wieder runter. Dann fängt man an natürlich wieder die Bremse schleifen zu lassen, dass man ein bisschen am Vorderrad rollt. Und auch mal das Vorderrad ganz zum Stillstand bringen und dann weiter schleifen lassen. So, und wenn man das klappt, kann man natürlich wieder hingehen
sich in eine imaginäre Kehre machen und dann hingehen, einlenken, Schräglage des Bikes, den Impuls bringen, Vorderrad bleibt stehen, rollt dann, schleift weiter, Hinterrad in der Luft und das Heck folgt dem Vorderrad. So, dann könnt ihr das Schritt für Schritt auch im Gelände in einfachen Kehren umsetzen und so vermeidet ihr, dass ihr in alte Gewohnheiten fallt. Macht es einfach Schritt für Schritt und bleibt da auch penibel und gibt euch ein bisschen Zeit, das zum Lernen. Beim Hinterradversetzen, genauso wie beim Fahren, ist das Mentale extrem wichtig. Das heißt, ihr seid in einem Abhang. Der Mensch hat normal Absturzängste und dann müsst ihr wirklich auch euch Schritt für Schritt herantasten, eine einfache Kehre nehmen, dahin schauen, wo ihr hin wollt. Wir sind alle Menschen, selbst ich als sehr erfahrener Biker habe natürlich auch Angst, wenn es steil wird und da ist ein Abgrund an der Seite. Fällt mir auch nicht leicht. Ganz wichtig, übt einfach in beide Richtungen, dass ihr keine total starke und total schwache Seite habt und dann werdet ihr auch mit dem mentalen Aspekt einfach gut klarkommen und das Spitzkern versetzen und fahren wird kein Problem mehr. Warum habe ich Angst im steilen Gelände? Warum klappen die Schlüsselstellen im Trail nicht? Obwohl ich andere Sachen schon gefahren sind, kriege ich eine Kopfblockade. Was passiert da? Was kann ich machen, damit ich das auch wirklich schaffe? Sei es bei Anfängern, die schon auf dem steilen Schotterweg viel Respekt und Angst bekommen und dann vielleicht eine Blockade kriegen im Kopf. Oder bei Fortgeschrittenen, wo es halt eine sehr extrem schwierigen Kehre ist, oder natürlich bei Bikepark-Leuten, die sagen, ich kann Drops total gut springen, aber ab einer gewissen Höhe kriege ich immer eine Blockade und bremse immer vorher ab, dass ich den Drop nicht mache. Da geht es darum, wie kann man den Kopf trainieren, um wirklich sicher zu werden und auch entschlossen zu werden, solche Dinge machen zu können. Ganz wichtiges, erster Punkt. Es geht natürlich hier A um Fahrtechnik, also euer Handwerkzeug. Könnt ihr das überhaupt? Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr das könnt und das geübt habt. Seid an kleineren Stellen oder weniger steilen Stellen, das schon oft gezeigt habt, euch selbst auch, dass ihr es könnt, das muss sitzen. Da möchte ich jetzt nicht so viel drauf eingehen. Mir geht jetzt ums Mentale. Jeder Mensch hat eine gewisse Sturzangst, die ist angeboren. Es gibt so angeborene Ängste und da ist nur die Frage, wann kommt der Punkt, wo eine Stressblockade auslöst. Machen wir ein Beispiel. Du fährst einen Trail. Ich habe jetzt hier einen Spitzkern-Trail bei mir daheim, den ich gerade fahre. Und da kommt eine fiese, enge Kehre mit einer Stufe drin. Und ich fahre rein, auf einmal bin ich unentschlossen, kriege eine Blockade und breche ab, das war's. Vielleicht bin ich an der Stelle schon mal gestürzt, das macht es noch schlimmer, habe ein kleines Trauma und denke mir eigentlich, scheiße, das bist du schon gefahren, warum habe ich das jetzt nicht gemacht und was kann ich machen, damit es klappt. Es gibt natürlich einige Methoden und ich möchte jetzt auch nicht das hier so ausufernd behandeln, aber wichtig ist erstmal, dass man natürlich die Dinge positiv sieht und weiß, was kann ich, was habe ich schon gemacht, ich bin die Stelle schon gefahren und nehmt euch ein paar Meter wieder, dass ihr nicht direkt davor wieder startet, sondern 10 Meter zurückgeht, dass ihr aus der Fahrt auf die Stelle zufahrt und in einer guten Cowboy-Haltung. Viele, die sehr viel Angst bekommen, haben dann die Arme gerade, wollen weg von der Gefahr, sind zu weit hinten, deswegen der Cowboy, sagen wir immer die Ellenbogen raus. Man kann sich dann selber Anweisungen geben, zum Beispiel, so jetzt tiefe Haltung und nach links schauen, jetzt durchziehen, solche Dinge. Viele kneifen den Mund zu, kriegen gar keine Luft mehr und sind dann noch verkrampfter. Dinge wie die Blickführung, die Entschlossenheit, ganz, ganz wichtig. Und dann könnt ihr auch die Schlüsselstelle neu angehen. Man kann natürlich mit Freunden fahren, wenn man sagt, alleine traue ich mich das überhaupt nicht, weil wenn was ist, liege ich da. Das hilft natürlich auch, damit man dann doch den Schritt macht und sich's wagt. Wenn ihr dann mit Freunden fahrt, könnt ihr euch auch mal ziehen lassen. Das klappt besonders gut bei Drops, aber auch mal bei anderen Passagen im schwierigen Trail. Wenn ihr sagt, ich bin da schon gefahren, heute traue ich mich nicht, aber ja, dann fahrt doch mal hinter dem Kumpel oder der Freundin hinterher und dann kann die andere Person das vorfahren und man hat dann auch wirklich die Entschlossenheit. Wichtig ist, ihr müsst auch auf euer Bauchgefühl hören. Wenn ihr wirklich 5-mal angefahren seid oder 6-mal, ihr macht es immer noch nicht, dann muss man auch mal das Bike tragen und weitergehen und darf man sich nicht fertig machen. Man hat auch Tagesform und sollte auch auf sein Bauchgefühl hören und nicht mit der Brechstange, das kann zu Sturzgefahr führen. Man kann sich das Vertrauen auch wieder erfahren, wenn man weiß, boah, diese eine steile Stufe, die habe ich jetzt 3-mal angefahren, bin ich getraut, aber ein paar Meter weiter im Trail ist auch eine Stufe, die ist ähnlich, nur die hat eine nasse Wurzel weniger und ja, dann fährt man erstmal die ein paar Mal, bis man sich wieder sicher fühlt und dann Schritt für Schritt dann auch doch wieder die Schlüsselstelle und dann kann man es meistern. Warum klappt die Schlüsselstelle nicht? Vielleicht habt ihr schon mal gehört, kennt ihr die selbsterfüllende Prophezeiung? Also wenn man wirklich sagt, boah, ich habe total Probleme mit der Stufe, ich bin die einmal gefahren, aber dann seitdem schaffe ich es nicht mehr und ich kann das nicht. Also die liegt mir einfach nicht, die ist einfach nicht mein Ding. Aber eigentlich wollt ihr die fahren, aber wenn ihr euch immer sagt, die ist nicht mein Ding, ich glaube, die kann ich nicht, dann werdet ihr es auch nicht können. Dann wird es genauso, wie ihr es sagt und ihr werdet die nicht fahren können. Das heißt, ihr müsst euch positiv zureden. Vielleicht denkt ihr euch, was würde mein Vater, nicht Trainer, vielleicht ich, würde dann sagen,
Der würde ja auch nicht sagen, ey du Idiot, warum fährst du das Ding nicht? Bist doch schon mal gefahren, wie doof kann man sein? Nein, der würde euch auch aufbauen, positiv zu reden, was könnt ihr, was macht ihr, Schritt für Schritt rantasten. Und so müsst ihr mit euch selber auch umgehen. Meine Erfahrung zeigt, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber Fahrtechniktrainer bin, sondern wirklich, egal in welcher Gegend ihr seid, welche Bikeschulen es da gibt, oft hilft es auch, einen Kurs zu belegen und dann kann man sich wieder sicherer fühlen. Man hat jemanden, der drauf schaut, macht man die Dinge richtig, der einem positiv sagt, was musst du machen, der einen betreut, vielleicht auch filmt, solche Dinge. Deswegen ein Fahrtechnikkurs kann auch helfen, um mentale Blockaden wieder loszuwerden. Ihr müsst eure Komfortzone, wo ihr euch wohlfühlt, eure Lernzone auch noch, immer mehr erweitern und nicht immer euch total direkt überfordern, in eine Panikzone kommen. Deswegen übt selber, geht mal in Kurse und ihr werdet eure Blockaden los. Das waren ein paar Tipps von mir, viel geredet und deswegen macht es. Wir sehen uns. Bis dann, euer Marc.